Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen, meine treuen Zuschauer, auf meinem Kanal bei Stefans Mix TV mit einer 15. Folge von MediWar 2 Total War. Freue mich, dass ihr einschaltet, dass ihr wieder zuschaut. Und ja, alle, die Folgen verfolgen oder verfolgt haben, wir waren ja zuletzt dabei, hier Oslo zu erobern, hier oben. Das haben wir auch ganz gut hinbekommen. Es ist nur so, dass wir diese Burg ja als Burg lassen und weiter ausbauen. Jetzt ist nur das Problem, wir haben nicht so viel Geld. Hier unten rechts haben wir gerade mal 1135 Gulden. Jetzt bin ich am Überlegen, was wir machen, Freunde. Und zwar könnten wir jetzt quasi in alle Richtungen, könnten wir uns jetzt hier ausbreiten. Aber ich wollte eigentlich mit euch mal hier rüber auf die Insel, Richtung England hoch. Und am besten schnappen wir uns dann erstmal Schottland. Das ist eine schwache Nation. Da könnten wir noch Chancen haben. Früher oder später müssen wir sie eh alle platt machen, sage ich mal, um Europa zu erobern. Und von daher würde ich sagen, verschiffen wir jetzt einfach noch ein paar Truppen auf unser Schiff, was wir hier oben haben. Hier haben wir ja unser Schiffchen. Wohin geht es? Na, zur Insel, nach England. Ja, Freunde, und dann schauen wir mal, dass wir uns die Insel da holen, oder? Das heißt, wir haben hier in dieser Burg schon mal genug Truppen. Ich denke mal nicht, dass die Burg so schnell angegriffen wird in den nächsten Runden. Hoffe ich zumindest nicht, weil ich einen Großteil der Truppen in das Schiff verladen will. Genauso werden wir, wir werden auch diesen General hier mitnehmen, den Statthalter. Genau, aber wir machen das anders. Ja. Ich hole das Schiff hier runter. Ja, Kapitän. Und werde hier erstmal noch zwei Truppen mit reinsetzen. Mein König, euer Befehl, natürlich. Oh, hier sind Rebellen. Mit denen will ich mich jetzt aber nicht anlegen, weil, naja, es könnte sein, dass unser Schiff dann sinkt. Okay, machen wir erstmal eine Runde weiter. Na, komm schon. So. Ja, und dann versuchen wir jetzt hier erstmal die Truppen hier. Überdenkt ihr den Kurs bitte noch einmal, mein Herr? Nein, alles richtig, alles richtig. So, dann steigen wir hier aus. Und schicken diese zwei Truppen hier mit rein. Na dann in der nächsten Runde. Es geht jetzt nicht weiter. Man sieht ja auch, der grüne Bereich hier ist ziemlich klein. Das heißt, die Truppe kann sich jetzt auch nicht mehr bewegen. Hier oben steht übrigens ein Reichskaufmann. Der treibt hier gerade Handel, denke ich mal. Und den könnten wir mit unserem Kaufmann auch vertreiben. Wir können ihn auch mit einem Attentäter umnieten, ja. Dann ist der Platz frei für uns, zum Beispiel. Ja, ansonsten, wie gesagt, verschiffen wir jetzt erstmal die Truppen aufs Schiff. Ach ja, jetzt hatte ich vergessen, den General hier mitzunehmen. Also muss das Schiff nochmal zurück dann. Ja, wie ihr wünscht. Genau, dann schiffen wir die damit rauf. Was schickt einen Abgesandten? Wohin denn? Oh, hier runter. Nach Venedig. Na gut, das können wir später noch machen. So eine Mission kann man machen, muss man aber nicht unbedingt. Nur steht dann da, wenn man es nicht macht, kann es auch zum Nachteil sein. Ne? Wohin geht es? Aber bis jetzt hatte ich damit eigentlich noch nie groß Probleme, wenn ich da Missionen nicht erfüllt hatte. Okay, dann fahren wir jetzt hier ran. Und schicken jetzt die ganze Armee, die wir jetzt noch haben, schicken wir jetzt damit in das Schiff rein. Weil die werden wir drüben auf der anderen Insel auf jeden Fall brauchen. Okay. Beziehungsweise, Sekunde, ganz kurz. Können wir hier irgendjemanden fortbilden? Ja, den können wir fortbilden. Davon nehmen wir auch nochmal zwei mit. Und die können wir schon mal bauen. Ja. Okay, neue Runde. Neues Glück, Freunde. Huh, uns greift jemand an. Was ist denn jetzt los? Der Feind belagert uns. Aha, wir werden angegriffen, Freunde. Hamburg wird attackiert. Kann auch nicht wahr sein. Jetzt muss man erstmal gucken hier. Vom Reichs. Das gibt's aber nicht. Oh je. Oh oh, Freunde, wir haben ein Riesenproblem. Wir müssen Nachschub schicken. Wir brauchen unbedingt noch Armeen. Mein König. Ach je. Ja, mein König. Nehmen wir die mal alle mit hier. Ja. Und hoffen, mein König. Natürlich. Dass die jetzt in der nächsten Runde nicht gleich angreifen. Also 8 Runden würde unsere Burg standhalten. Aber das kommt drauf an, ob der Gegner uns nur belagert oder uns jetzt direkt gleich angreift. Weil wenn er uns angreift, könnte das ziemlich schlecht für uns ausgehen. Ach je. Gut, egal. Dann
Tja, machen wir das jetzt wie folgt? Mein Herr. Okay, den können wir nicht mehr ausbilden, dafür haben wir kein Geld. Schade. Das heißt, wir verladen jetzt erstmal die Truppen hier rüber. Mein König! Ja! Nehmen wir sie uns alle mit? Eure Befehle? Zumindest einen Großteil davon. Ja. Eure Befehle? Obwohl, ja. Ich können wir alle mitnehmen, ist auch mein egal. König. So, dann fahren wir jetzt weiter. Fahren wir hier runter. Gut, okay, das haben wir schon mal erledigt. Hier werden wir, in Oslo werden wir dann neue Truppen rekrutieren, weil da ist jetzt nur ein Statthalter drin. Ist ein bisschen sehr wenig. Also wenn wir jetzt hier angegriffen werden sollten, ist die Burg weg. Weil mit einer Armee kann man sich ja nicht groß verteidigen. Aber das kriegen wir schon alles hin, Freunde. Und dann warten wir mal jetzt eine Runde ab und hoffen, dass die uns weiter belagern. Hier kommt ja Unterstützung. Ich hoffe, wir... Nein, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Es kommt zum Kampf. 2-3. Wie machen wir das? Am besten machen wir das ganz einfach. Wir lassen den Computer entscheiden. Okay, das Heilige Römische Reich hat uns gerade Hamburg weggenommen. Finde ich gar nicht lustig. Na toll. Na wartet. Wir holen uns Hamburg zurück, Freunde. Guck mal, jetzt schicken sie unseren Kardinal da raus, unseren Priester. Ich setze die Reise morgen fort, mein König. Ja, aber wieder Richtung Hamburg, Keule. Oh Mann, das kann ja was werden. Okay, na gut. Dann holen wir uns Hamburg zurück. Mein König. Aber zuerst? Ja. Fahren wir hier nach Schottland hoch? Ja, Kapitän. Und jetzt holen wir uns England, Hamburg zurück, Freunde. Mein König. Da lagern wir erstmal schön. Ja, mit zwei Rammböcken, das sollte reichen. Wir umzingeln und belagern die Siedlung. Gut, haben wir hier noch Truppen? Belagern Nein. Sie weiter, mein wir haben König. Ja auch keine Truppen mehr. Wir haben auch kein Geld. Oh, wir haben kein Geld. Mist. Gut, man soll ja nicht fluchen. Okay, weiter geht's. Nächste Runde. Dann lassen wir, holen uns Hamburg wieder, Freunde. Das geht gar nicht. Aber habt ihr gesehen, so schnell kann's gehen, ne? So schnell ist das Heilige Römische Reich da und breitet sich ja auch überall aus. Das kann man natürlich nicht zulassen. Wieder 2-3. Okay, Freunde, wir versuchen es trotzdem. Wir probieren es. Versuchen wir uns Hamburg wieder zu holen. Och, das kann ja spannend werden. 4-3. Wir sind zwar in der Unterzahl, aber das hat nichts zu heißen. Vielleicht haben wir ja Glück, wenn wir es taktisch gut anstellen. Mal schauen, es reicht ja schon, wenn wir 2-3 Truppen von denen irgendwie in Panik versetzen können, oder was? Wartet auf meine Befehle! Okay, Freunde, jetzt geht's los. Jetzt holen wir uns Hamburg zurück. Oh, diese Burg habe ich natürlich auch noch schön ausgebaut. Die kommen raus! Die kommen alle raus! Schon wieder! Oh, noch mit der Kavallerie. Okay, Ramböcke fallen lassen. Fallen lassen. Fallen lassen. Und dann erstmal die ganze Armee hier hinten hinstellen. Und zwar schnell. Okay, kommt schon. Macht hin. Wenn die jetzt rauskommen, das ist doch gar nicht so verkehrt. Dann können wir doch gleich mal mit den Bogenschützen angreifen. Und die Speerträger nehmen wir auch noch mit rein. Die greifen auch gleich hier mit an. Kommt schon. Schnappt sie euch. Ja, und jetzt alle rauf da. Schnappt sie euch. Dann haben wir nicht eine Truppe schon mal weg, wenn wir Glück haben. Kommt schon. Ach ja, Freunde, und sorry, ich habe jetzt immer noch nicht nachgeschaut, wie das mit dem Kinomodus funktioniert. Aber vielleicht können wir das ja gleich mal machen, wenn wir kurz Pause haben dann oder was. Also eigentlich rein theoretisch dürfte die Kavallerie jetzt keine großen Chancen haben gegen die Speerträger. Aber schaut mal was. Den feindlichen General haben wir schon mal erledigt. Sehr gut. Die hauen schon ab. Sehr gut. Dann hinterher. Rein da. Schnappt sie euch, Männers. Schnappt sie euch. Oh, das könnte eine... Das wird eine Schlacht, Freunde. Aber die Kavallerie muss raus. Die Kavallerie muss auf jeden Fall raus. Die darf jetzt nicht mitkämpfen. Nicht bei der Speerträger.
Und unsere Bogenschützen machen hier schon ordentlich Ballett. Genau. Oh, jetzt geht's los. Jetzt geht's aber los hier. Okay, die müssen darüber. Die müssen sich die holen. Kommt schon, schnappt sie euch, schnappt sie euch. Macht sie alle fertig. Oh, ist das ein Kampf, Freunde. Und ich glaube, unsere... Ja, die greifen unsere Bogenschützen an. Die greifen unsere Bogenschützen an. Nein! Okay, wir müssen sehen, dass wir hier irgendwie reinkommen. Dass wir hier irgendwie diese Masse erstmal hier platt machen. Oh, hoffentlich schaffen wir das. Hoffentlich schaffen wir das. Die rennen alle weg. Ja! Schön! Haben sie Angst, haben sie Angst. Guckt euch das an, Freunde. Und gleich hinterher, dass sie noch mehr Panik bekommen. Hier sind feindliche Truppen, aber das ist erstmal nicht so wild. Die holen wir uns später noch. Wir marschieren jetzt hier in die Burg rein. Okay, das machen wir ganz einfach. Einfach hier auf dem Platz. Und da stehen bestimmt auch noch... Nee, da stehen keine Truppen mehr. Okay, hier rein. Erstmal hier in die Burg rein. Weil alles, was sich denen an den Weg stellt, schieben die sowieso beiseite. Und die rennen. Die wollen wieder rein. Hoffentlich machen die jetzt nicht schnell noch das Tor zu. Dann ist hier die geschlossene Veranstaltung. Aber guck mal, wie die Wappen flackern. Das heißt, die haben Angst. Schön. Und unsere Truppen schön hinterher am Rennen. Sehr schön. Schnappt ihr euch, Männer. Es kommt schon. Ran an den Speck. Oh, sind wir ja schon wieder bei 11 Minuten.